Ich stehe hier auf dem 62. Erlanger Schlossgartenfest. Das Schlossgartenfest ist eine Institution, ein gesellschaftliches Ereignis. Studierende sowie Mitarbeiter zeigen hier ihre Verbundenheit zur Friedrich-Alexander-Universität. Außerdem sind ortsansässige Unternehmen vor Ort. Höhepunkt sind heute die konvexen Lichtilluminationen. So, aua! Entschuldigung. Sowie die Fußballübertragung. Thorsten, geht's bei dir noch? Ja. Du musst dich schon konzentrieren, ne? Höhepunkt ist jetzt hier und nicht irgendwo anders. Ist halt ein bisschen kacke, wenn die Tonangel im Bild ist. Will ja keiner sehen, ne? Ja, tut mir leid. Bist du nicht ganz bei der Sache? Es geht nicht, dass du mir einfach Kennst du da hinten irgendjemand oder? Leute, wir machen Plan C. Neuer Beitrag. Ich stehe hier auf dem 62. Erlanger Schlossgartenfest. Hier hat sich gerade ein Feuerwerk der Gefühle ereignet. Thorsten, unser Tonmann, hat gerade eben seine Traumfrau gesichtet. Eine mysteriöse Dame im blauen Kleid schwebte an ihm vorbei. Seitdem ist Thorsten leicht unkonzentriert und nicht mehr ganz bei der Sache. Aber kein Wunder, hier auf dem Schlossgartenfest in romantischer Atmosphäre haben schon sehr viele Pärchen zueinander gefunden. Leider ist Thorsten nicht der geborene Pickup-Artist, sondern eher der schüchterne Typ, ne? Deswegen habe ich mich bereit erklärt, ihm heute hier zu helfen, seine Traumfrau zu finden. Herzlich willkommen zu Traumfrau, gesucht, gestammelt und am Ende doch geangelt. So, Thorsten, das Erste, was wir jetzt machen, ist dir eine Selbstbewusstseinsspritze verleihen. Dazu werden wir einfach Leute befragen, wie sie Thorsten so finden, ne? Ganz easy. Also Thorsten, keine Scheu, ja? Mut, sexy Blick, Augenbraue leicht nach oben, wie du willst, ja? Einfach dich von deiner besten Seite präsentieren jetzt. Entschuldigung, von einer Skala von 1 bis 10, wie bewerten Sie diesen jungen Mann hier? 5. Diesen jungen Mann, 10. Ja. Äußerlich 8. Ich würde ihm eine 7 geben. 2? 12. Okay. Ich bleibe bei der 12. Okay, sag ich nur. War schlecht in Mathe, habe ich auch nicht studiert. Und hätten Sie noch einen Tipp an ihn, was man so machen muss als charmanter Mann? Lächeln. Lächeln, genau. Ordentliche Haltung. Ja, genau. Die Weste spannt ein bisschen, sollte ein bisschen lockere Weste anziehen. Ja, der Pottel ist super. Bisschen Glitzer noch. Wäre perfekt. Aber mir gefällt er gut. Ich bin zwar jetzt gerade kein Freund für die Käppis da. Ja. Aber vielleicht ohne Käppi wäre es schöner. Okay, probieren wir. Versuchen wir. Aber geht so auch. Der Blickkontakt ja ganz gut. Ja, ein Vollbart wäre nicht schlecht. Wie? Ein Vollbart. Vollbart. Ach was, er soll so bleiben, wie er ist. Er selbst bleiben. Ja? Das ist doch das Wichtigste. Ja. Und das passt schon. Naja, also mal vielleicht in die Richtung der Tanzfläche bewegen. Würden Sie später mit ihm eine Runde tanzen? Wenn ich tanze sehr würde? Gerne. Also dann treffen wir uns gleich an der Tanzfläche. Thorsten fordert Sie auf. Vielen Dank. Thorsten, war das? Die Dame hatte ein blaues Kleid, ne? Ich frage jetzt noch da mit blauem Kleid extra für dich. War das die zufällig? Nein. Okay, schade. Okay, Thorsten, bist du einigermaßen zufrieden? Du merkst ja jetzt die Tipps, ne? Radar, Verarbeitung, Lernen daraus. Aber der Hut. Also wenn du mir jetzt versprichst, dass du aktiv wärst, darfst du den Hut aufbehalten. Aktiv werden heißt jetzt erstmal, dass du probierst zu flirten. Blickkontakt, das war ja auch ein Punkt, ne, an dich. Einfach mal Blickkontakt, intensiven Blickkontakt, nicht zwingend, vielleicht eine Augenbraue nach oben ziehen. Ja, so in etwa. Hast du jemanden erspäht, der dir gefällt? Dann machen wir. Einfach nur Blickkontakt. Einfach eine Kommunikation durch Blicke. Ja, genau, versuchen wir da. Gib mal dein Bestes, genau. Willst du uns verraten, bei wem du gerade versuchst, Blickkontakt? Er steht mit Rücken zu dir. Ach, Thorsten, ganz ehrlich. Er stand kurz wirklich zu mir. Achtung, Thorsten, geht los. Thorsten, und nicht nervös sein. Glaub an dich, nimm es nicht persönlich, wenn dir mal jemand den Rücken zuwendet.
Du bist sexy, du bist heiß, du bist eine 12, Toffi. Du bist eine 12, verdammte Scheiße. Okay. Hi. Gib mir Mühe, deine Traumfrau für dich zu angeln. Ja, was? Aber du musst dir auch Mühe geben. Ja, und ich habe dich aber nicht darum gebeten. Musst du das vor laufenden Kameras zu sagen? Nein. Ja, muss ich. Dieses Gespräch können wir später fortsetzen. Ja, was soll ich denn überhaupt sagen? Du sagst das, was dir als erstes in den Kopf kommt. Okay. Und dann kannst du auch ganz charmant weitergehen. Das macht es nämlich interessant. Mach dich rar, sei ein Star. Mach dich rar, sei ein Star. Hallo, ich heiße Thorsten und ihr habt Augen. Schnell weg. Okay. Langsam macht er sich sehr gut vor der Kamera. Jetzt bin ich langsam zufrieden. Ne? Wir können diese Entwicklung richtig mitverfolgen, wie er aufblüht und wie er aus sich rauskommt. Es ist eine wahre Freude für mich zu sehen. Es ist ja auch irgendwie mein Erfolg. Deswegen, ich freue mich. Hallo. Ich bin sonst allein hier. Danke. Ebenfalls. Wenn Sie mal anfassen. Danke. Tschüss. Er hat gesagt, ich habe einen hübschen Schnurrbart. Und dann hat sie gesagt, dass mein Puschel schön ist. Und was hast du gesagt? Dass ich mich dazu stellen, weil ich ansonsten allein da wäre. Das kommt komisch rüber. Es kommt so rüber, als wärst du bedürftig. Das bist du nicht. Du bist ja eine 12. Möchtest du noch einen Versuch starten? Ein Kompliment loszuwerden? Einer Frau ein Kompliment zu machen, Thorsten. Du hast eine große Nase. Meinst du jetzt mich? Ja. Das finde ich jetzt eine Sauerei. Kurz mal Cut, bitte. Thorsten, war das jetzt ernst gemeint? Du gehst zu diesem Pärchen, zu dem nächsten Pärchen und fragst, ob sie einfach mal mit dir gemeinsam das Händchenhalten üben würden, dir das erklären, wie man das macht, welche Position man einnimmt, wie es natürlich wirkt und wie es sein muss. Und dann läufst du einfach mal mit einem Pärchen händchenhaltend hier den Weg entlang. Jetzt stellst du schon hin? Ja. Meine Hand ist ein bisschen schwitzig, ne? Aber das ist okay, meine ist kalt. Deine ist kalt. Ja. Aber man kann auch so halten. Okay. Und dann würden wir... Also man würde dann so zusammen gehen. Okay. Das ist schön. Schön. Danke. Danke. Ich glaube soeben Thorstens Dame gesichtet zu haben. Thorsten, ist sie das? Nein. Thorsten, da war sie. Moment, wir schauen uns die Dame von nahen an. Dürfte ich Sie bitten, fragen, ob Sie bereit wären, mit unserem Thorsten, unserem Tonmann, einmal einfach eingehakt hier entlang zu laufen? Mit diesem netten jungen Mann, der ein wenig schüchtern ist. Ein wunderschöner Sonnenuntergang heute, was nicht zu erwarten war. Ja. Nach diesem Regen. Das ist überraschend. Ein wunderschöner Abend, eine wunderschöne Nacht. Sie können Ihnen auch ein paar Tipps geben, wie Sie sich kennengelernt haben. Ja, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Beim Tanzen. Beim Tanzen, ja. Ja, tanzen kann ich leider nicht. Shelter.